Wir packen's an. Und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa. Über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Jeden Monat neu. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem Podcast. Ich freue mich sehr, heute begrüßen zu dürfen Greta von Commit e.V. Commit e.V. bietet Asylverfahrensberatung und sozialrechtliche und gesundheitliche Beratung. Ja, da möchte ich dich fragen, Greta, wie bist du da reingekommen? Gab es einen Auslöser für dein Engagement und was machst du konkret? Erstmal hi, danke für die Einladung. Ja, genau. Wir machen, das wollte ich nur noch dringend ergänzen, vor allen Dingen auch psychosoziale Beratung für Geflüchtete an verschiedenen Standorten in Brandenburg. Also weil da gibt es eben ein sehr, sehr großes Defizit. Die psychologische Gesundheitsbetreuung oder auch tatsächlich einfach Beistand auf der psychologischen Ebene. Da gibt es einen riesengroßen Mangel und da versuchen wir ein bisschen eine mini kleine Delle in den Mangel zu machen. Genau, und so ist das aber auch eigentlich, soweit ich verstanden habe, der Ursprung von Commit in Brandenburg. Also da ging es vorwiegend um diese psychologische und psychosoziale Beratung. Und die Asylverfahrensberatung ist dann erst so dazugekommen, als eben die Personen, die damals schon in dem Verein waren, festgestellt haben, dass da eben auch ein Rieseninfrastrukturloch in diesem riesigen Flächenland ist. Genau, und sich dann dafür Projekte dafür auch beworben haben. Genau, und ich bin Greta, hast du ja schon gesagt. Ich bin Juristin eigentlich, also habe auch mal als Anwältin gearbeitet. Aber so der Anfang meiner Beratungstätigkeit war davor. Also ich hatte quasi meine Staatsexamen irgendwie hinter mir und wusste gar nicht, was ich jetzt damit anfangen soll. Und das war Anfang 2015 und dann fing es gerade an, dass sehr, sehr viele Personen aus Syrien in Europa angekommen sind, die auch schon eine Weile unterwegs waren, wegen dem Krieg dort und wegen der Revolution. Und deswegen war das viel in den Medien. Und es war tatsächlich so ein bisschen so eine spontane Situation. Also ich hatte im Referendariat auch schon bei einer Aufenthaltsrechtlerin Referendariat teilweise gemacht und hatte so ein bisschen Erfahrung schon, aber wirklich nicht der Rede wert. Und habe dann irgendeinen grauenvollen Arschloch-Artikel, Entschuldigung, gelesen. Ich glaube, in sowas fürchterlichem wie dem Cicero oder so, ne, was einem so im Internet begegnet. Und war dann so plötzlich so wahnsinnig, hatte so einen aktionistischen Moment und habe dann ganz viele Vereine in Berlin angeschrieben, zusammen mit einer Freundin von mir, ob die ehrenamtliche Beraterinnen brauchen. Mit juristischer Vorbildung. Und dann bin ich in der KUB erstmal gelandet, der Kontakt- und Beratungsstelle in Berlin, in der Oranienstraße. Die sind ziemlich toll. Die damals waren die auch ganz ehrenamtlich, also haben sich komplett nur durch EhrenamtlerInnen über Wasser gehalten. Und jetzt inzwischen haben die auch ein bisschen Geld, Gott sei Dank. Genau, so fing das an. Und dann, dann war ich irgendwann, habe ich entschlossen, Anwältin zu werden. Und dann habe ich festgestellt, dass ich darin gar nicht so gut bin, weil man dann immer so alleine kämpft und so gegen Aktenordnerwände rennt und so wenig Austausch hat und auch so wenig fachliche Diversität. Und dann habe ich das aufgehört und habe diese Ausschreibung gesehen von Commit und es ist jetzt schon sehr lange, aber ich bin gleich fertig. Während ich in der KUB beraten habe, da so in meinen Anfängen, war das auch ganz oft so, dass Personen eben aus Brandenburg bei uns waren, die Hilfe brauchten, Unterstützung, Rechtsberatung. Und dann stellte sich eben raus, dass es irre schwierig war, dort Beratungsstellen für sie zu finden, um sie dort anzubinden. Also wir haben quasi die BrandenburgerInnen mitversorgt. Oder haben es versucht, aber kannten uns auch nicht aus mit den Strukturen dort. Und dann fand ich halt super interessant, diese Ausschreibung von Commit zu finden, die eben genau das, diese Lücke schließen wollten, mit einem Projekt, was sie schon 2017 gestartet haben, mit Erstaufnahme einrichtungsnahe Beratung in Brandenburg. Und genau, dann habe ich mich bei denen beworben und Gott sei Dank wollten die mich. So ist die Geschichte. Ja, sehr schön. Vielen Dank.
Jetzt ist Commit ja ein eingetragener Verein. Wie finanziert ihr euch und gibt es Unterstützung? Genau, also wir finanzieren uns eigentlich ausschließlich durch öffentliche Gelder, also durch Projektanträge. Also wir haben ein paar Projekte, die von dem Europäischen Integrations- und Migrationsfonds gefördert sind. Das ist ja dieser riesige Fonds, der immer ausschreibt und dann aber eben vom BAMF verwaltet wird ausgerechnet. Das ist natürlich immer ein bisschen, also eine Gratwanderung, in dem, wie wir das wollen. Aber das Geld kommt nicht eigentlich vom Innenministerium. Und dann eben auch, genau, haben wir kleinere lokale Projekte, wo wir eben eine Finanzierung aus den Landkreisen haben oder aus dem Land. Und jetzt eben auch diese bundesgeförderte Asylverfahrensberatung, die ja Gott sei Dank endlich im Gesetz steht. Ja, was eine lange Forderung war von Vereinen wie unserem. Und jetzt ist es endlich passiert. Und genau, so finanzieren wir uns. Und es ist tatsächlich sehr prekär. Also man muss immer... Also man kann nie länger planen als ein halbes Jahr im Voraus gefühlt, muss ganz oft auch Geld vorstrecken, weil man dann irgendwie eine weiche Zusage bekommt für ein Projekt, aber noch keinen Zuwendungsbescheid und dann eben die ganze Zeit auf Gelder wartet. Also es ist, ja, wie wir alle wissen, nervig, aber genau, es kommt immerhin ab und zu was rein. Genau. Ja, das kennen wir natürlich auch. Es gibt oft mehr Arbeit, als zu leisten ist oder auch zu finanzieren ist. Jetzt hast du gesagt, 2015 kamen viele Menschen aus Syrien. Wie ist das aktuell? Wo kommen die Menschen aktuell her? Und ja, wie lange sind die dann auch sozusagen in Betreuung bei euch, bei dir? Genau, also das ist extrem unterschiedlich, also die Länge der Betreuung. Also tatsächlich kommen immer noch sehr, sehr viele Personen aus Syrien. Also auch weiterhin ist das mit einer der größten Gruppen an Ankommenden, die wir auch betreuen. Dann hat sich jetzt auch nochmal wieder erhöht die Ankünfte von Personen aus Afghanistan natürlich. Und sonst haben wir sehr viele Leute, die wir beraten aus Kenia und Kamerun und verschiedenen anderen westafrikanischen Staaten. Ich glaube, das könnte daran liegen, dass Personen aus bestimmten Herkunftsländern, wenn das nicht so viele sind wie zum Beispiel aus Syrien, dann kriegen die in dieser Verteilung, also man kommt ja in Deutschland an und äußert ein Asylgesuch und dann wird man in dieser Easy-Verteilung, so heißt das, einem Bundesland zugewiesen. Und ich könnte mir vorstellen, dass bestimmte Herkunftsländer Brandenburg dann eben zugewiesen werden. Und deswegen haben wir dann vermehrt Personen zum Beispiel aus Kamerun, die wir beraten. Und vielleicht andere Bundesländer nicht so viele. Aber das habe ich jetzt noch nie recherchiert. Und wie finden diese Menschen zu euch? Genau, also wir haben ganz verschiedene... Wir haben ganz verschiedene Angebote. Und dann finden wir auch sozusagen... Also finden wir den richtigen Platz für die Person in unserem Beratungsspektrum. Und es ist so, wir haben es gibt in der Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt, das ist die erste Ankunftseinrichtung in Brandenburg, wo Personen, die eben nach Brandenburg verteilt wurden im Asylverfahren, zunächst landen. Und da haben wir auf dem Gelände so eine Beratung, das ist eine unabhängige Rechtsmittelberatung. Das war vor einigen Jahren eine Eingabe, ich glaube, der Linken im Landtag in Brandenburg. Die haben halt gesagt, genau wegen dieser Infrastrukturschwäche muss es eine behördenunabhängige Rechtsmittelberatung geben. Das heißt, wenn Personen einen Asylbescheid bekommen und der ist teilweise oder ganz ablehnend zum Beispiel, dann müssen die direkt vor Ort eine Möglichkeit haben, sich dazu beraten zu lassen. Und da haben wir sozusagen das machen wir in der Erstaufnahme in Eisenhüttenstadt, quasi Aufrechnung. Also das ist quasi die erste Anlaufstelle, wo Personen zu uns kommen können, direkt da auf dem Gelände. Und dann haben wir aber auch, sowohl in Eisenhüttenstadt als auch in einer anderen Aufnahmeeinrichtung in Wünsdorf, ist nochmal so ein Riesencamp. Da haben wir in der Nähe der Erstaufnahmeeinrichtungen eben eigene Büros
Und da machen wir eben Asylverfahrensberatung. Und da haben wir geflyert oder haben den Leuten halt gesagt, sie sollen ihren FreundInnen Bescheid sagen, dass man sich bei uns beraten lassen kann. Und genau, also wir meistens läuft es so, dass die Personen sich gegenseitig von uns erzählen, aber wir haben natürlich auch Flyer und Plakate und so. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch, also wir haben halt so in verschiedenen Landkreisen so psychosoziale Beratungsangebote und da ist es auch viel Vernetzungsarbeit. Also auch die Landkreise haben ja Interesse daran, dass Personen versorgt werden, denen es nicht gut geht und die können das quasi selber nicht leisten und dann genau, sind wir halt viel unterwegs im Landkreis und nehmen an so Sitzungen teil und versuchen uns bekannt zu machen, ne? Also wie man das dann halt so macht. Genau, und so kommen die Leute zu uns und über verschiedenste Wege. Und dann können wir uns auch gleich, ist eigentlich ganz gut, wenn ich jemanden in der Erstberatung habe und eine Person, bei der ich das Gefühl habe, die könnte auch eine weiterführende Unterstützung gebrauchen und braucht eigentlich auch dringend gesundheitliche Behandlung, dann kann ich sie gleich weiter verbinden an andere von unseren Beratungsstellen. Ja. Jetzt ist ja Eisenhüttenstadt nicht in der Mitte von Brandenburg und auch Wünsdorf, glaube ich, nicht ganz. Wünsdorf aber immerhin schon, also es ist zumindest Berlin nahe. Also das ist schon ein bisschen besser, standortmäßig. Okay, aber man hat schon das Gefühl, dass solche Erstaufnahmestellen irgendwo doch außerhalb sind. Oder wie schätzt du das ein? Ja, total. Vor allen Dingen war ja noch bis vor ganz kurzem es gab sehr lange 4 Aufnahmeeinrichtungen in Brandenburg. Also das sind ja wirklich diese Ankunftseinrichtungen, in denen man möglichst kurz eigentlich nur verbleiben müssen sollte, weil man, solange man dort ist, nicht arbeiten darf. Man hat überhaupt keinerlei Privatsphäre. Man kann nicht mal selber kochen. Ja, also es ist alles tatsächlich wie so eine Art Riesenschullandheim, wenn es gut läuft. Und eigentlich keine besonders stabilisierende Atmosphäre. Also diese Einrichtungen sollten eigentlich dafür da sein, dass man da nur ganz kurz ist, bis man quasi registriert ist und vielleicht seine Anhörung, seine erste hatte im Asylverfahren. Und dann würde man in eine Unterkunft verteilt, die mehr Privatsphäre, mehr Freiheit, Mehr Selbstbestimmung. Genau, mehr Selbstbestimmung, bedeutet, das wollte ich sagen, bietet. Aber genau, es gibt trotzdem in Brandenburg 4 von diesen, von denen man auch gerne mal von einer zur anderen geschickt wird über mehrere Monate. Und es gab eben eine, und die ist jetzt Gott sei Dank zugemacht und ist schrecklicherweise aber zu einer Unterkunft umgewidmet worden, anderes Thema. Aber es gab eben diese Erstaufnahmeeinrichtung in Doberlug-Kirchhain. Das ist auch ein Ort, den keiner aussprechen kann. Und das ist wirklich im allersüdlichsten Süden Brandenburgs. Und dann liegt sie auch nicht im Ort, sondern so mehrere Kilometer außerhalb des Ortes, wie so im Wald, in so einer alten Militärübungsstation, in so einer alten Kaserne neben einer Militärübungsstation. Und das ist wirklich, man fühlt sich, wenn man dort ist, als wäre man so richtig weggelegt worden, ja? Also so möglichst aus der Sicht geschafft oder so. Also und genau, Eisenhüttenstadt liegt immerhin mitten in einer Stadt, die ist jetzt nicht in dem Sinne belebt, aber natürlich auch am äußersten Rand, ne? Also wir können quasi, wenn wir dahin fahren, die Oder sehen aus dem Fenster des Zuges. Also genau, schon weit weg von da, wo irgendwas los wäre. Ja, du hast gesagt, die Menschen sollten da möglichst wenig Zeit in diesen Erstunterkünften verbringen. Ja, wie lange sind sie denn wirklich dort? Also das ist immer natürlich auch sehr abhängig von der aktuellen Situation. Gesetzlich ist es so, dass sie eigentlich als alleinstehende oder als erwachsene Person gesunde und nicht sogenannte besonders schutzbedürftige Personen maximal 18 Monate dort verbringen sollen. Das war während der Pandemie dann eben sehr, sehr schlimm, weil das eben weit überschritten wurde in vielen Fällen und dann auch, das waren einfach sehr unhaltbare Zustände. Inzwischen ist es aber tatsächlich so, dass die allermeisten Personen wesentlich kürzer sich dort aufhalten, aber also von einem Jahr kann man trotzdem sprechen. Also es kommt einfach vor. Personen mit minderjährigen Kindern, also Familien, die sollen eigentlich und auch
Da gibt es eigentlich auch keine Ausnahmen. Allerhöchstens 6 Monate sich dort aufhalten müssen, weil die Kinder ja auch in die Schule gehen sollen und eben das Kindeswohl auf jeden Fall nicht, dem Kindeswohl auf jeden Fall nicht zuträglich ist, da lange zu sein. Genau, soll das eigentlich nur 6 Monate gehen und das klappt auch in aller Regel, dass die Familien nur 6 Monate dort sind. Es kommt aber manchmal vor, dass die Erstaufnahmeeinrichtungen werden geleitet und organisiert zentral vom Land Brandenburg, von der zentralen Ausländerbehörde Brandenburg. Und die muss dann immer bei den Landkreisen so anklopfen und sagen, ja, wie viele Plätze habt ihr denn gerade frei in euren Unterkünften jetzt irgendwie, ne? Also das alles ist so ein Unterkunftssystem, wo es quasi extra Unterkünfte für AsylbewerberInnen gibt und es ist gar nicht vorgesehen, dass die direkt irgendwie in ihre eigenen Wohnungen kommen, was ja auch eine Möglichkeit wäre. Und das heißt, es gibt dann immer so zu vergebene Plätze in Unterkünften, in den Landkreisen, die dann gemeldet werden und dann kann die ZABH die Personen dorthin schicken, dem Landkreis zuweisen und da kann es eben vorkommen, dass zum Beispiel große Familien dann länger warten müssen als 6 Monate, weil eben einfach keine freien Plätze gemeldet werden. Genau. Und dann ist das natürlich umso ärgerlicher. Aber eigentlich klappt es, dass man maximal 6 Monate dort sein muss. Ja. Ja, und dann aber trotzdem, wie du schon sagst, von einer Unterbringung in die nächste. Genau. Ja. Das bedeutet ja auch, dass die Menschen noch nicht angekommen sind. Ja. Und womöglich dann noch oder in eigentlich allen Fällen dann nochmal umziehen müssen, oder? Ja, und da gibt es jetzt auch gerade eine riesige, also da gibt es jetzt eben ein großes Problem, weil es gibt eine Auszugskrise, weil viele Personen, die auch schon Aufenthaltstitel sogar haben, dann von den Landkreisen unter Druck gesetzt werden, dass sie sich jetzt eine Wohnung zu suchen haben, weil die Landkreise ja jetzt nicht mehr für sie verantwortlich sind, unterbringungshalber. Aber es gibt quasi keine Unterstützung bei der Wohnungssuche und es gibt irgendwie keine Initiativen, um mehr Wohnraum zu schaffen. Und es gibt auch sehr viele einfach Probleme damit, dass irgendwelche Wohnungseigentümer oder Vermietergesellschaften rassistisch sind und bestimmte Leute eben nicht in ihren Wohnungen haben wollen in Brandenburg. Und dadurch gibt es tatsächlich gerade ein einigermaßen größer werdendes Problem, dass eben viele Leute nicht ausziehen können, die sehr gerne wollen. Dazu kommt, dass es Landkreise gibt und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, woher die diese Dreistigkeit nehmen, die sogenannte Wohnfähigkeitsbescheinigung sich erdreisten auszufüllen. Also sozusagen, du bist einfach eine Person, ne? Du bist irgendwie nach Deutschland gekommen und hast Asyl beantragt und dann entscheidet irgend so eine Behördendame, ob sie findet, dass du in einer Wohnung leben kannst, ob du dessen fähig bist. Also keine Ahnung, was das soll. Genau, das kommt noch dazu. Manchmal braucht man auch noch eine Wohnfähigkeitsbescheinigung, um ausziehen zu dürfen. Aber was bedeutet nicht fähig zu sein? Was muss man dafür? Also ich frage mich das auch. Es gibt so auf so komischen Netzwerktreffen dann zu Unterbringung und so, dann sagen die Leute sowas wie, ja, manche Leute wissen ja gar nicht, wie man sparsam heizt oder die haben ja bei sich zu Hause immer auf offenem Feuer gekocht. Also es ist tatsächlich, es ist einfach grauenvoll, aber es gibt eben, ich möchte darüber auch gar nicht lachen, aber sonst, das bleibt einem. Aber genau, also das sind so, ja, da wird einfach dann eben bescheinigt, dass die Personen selbstständig genug sind, eine Wohnung zu bewohnen. Ja, das, also ich kann es schon verstehen, dass du da dich ein bisschen wunderst, weil das klingt ja auch schon ein bisschen Vorurteil behaftet. Ein bisschen, also unwesentlich. Ja. Im Zuge der Ukraine-Krise haben wir auch oder haben viele auch festgestellt, dass Menschen auch unterschiedlich behandelt wurden. Ja. Also dass es Menschen aus afrikanischen Ländern zum Beispiel deutlich schwieriger hatten, aus der Ukraine nach Westeuropa zu gelangen und hier auch Zuflucht zu finden. Ja, da wundert man sich dann schon. Ja, na, ist halt die Frage, ne? Also es ist eigentlich gut, wenn man sich weiter wundert, aber ja, ich wundere mich schon gar nicht mehr so doll. Also. Aber kommen auch Menschen aus der Ukraine in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen an? Ja, durchaus. Also es ist ja auch tatsächlich so, auch wenn man die Freiheit hat, überall sich niederzulassen, muss man ja trotzdem dann irgendein Ziel haben oder eine Idee oder eben auch eine Möglichkeit, unterzukommen.
Und dadurch waren durchaus einige UkrainerInnen auch in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Und das ist dann auch, das war tatsächlich auch manchmal besonders blöd, weil, wie du ja vielleicht auch weißt, ist Deutschland ja ein sehr reguliertes Land. Und dann gibt es immer diverse Vorgaben, wer über welches Gesetz und über welchen Topf welches Geld bekommt und so. Und dann war quasi eigentlich gar nicht vorgesehen, dass die in den Erstaufnahmeeinrichtungen befindlichen Ukrainerinnen dieses Geld bekommen, was man da bekommt. Das ist irgendwie so ein schmaler Taler. Man bekommt irgendwie sowas wie 110 Euro im Monat Taschengeld, solange man dort ist, weil man ja super verpflegt wird da von der Kantine und so, schmackhaft. Und deswegen bekommt man dann nur eben so ein Taschengeld. Und dieses Geld war aber eben nicht vorgesehen für die ukrainischen Ankommenden, weil die ja eigentlich Anspruch haben auf einen Aufenthaltstitel und dann eben in das SGB-II-System fallen. Und dann, ja, sind so Situationen entstanden. Es gab keine Möglichkeit, sie zu verteilen, weil die Landkreise nicht freigemeldet haben und sie dann eben dort waren und nicht mal den die Mindestversorgung irgendwie in Anspruch nehmen konnten. Das wurde dann geregelt. Also das hat dann das hat die ZABH dann einfach ignoriert und den Leuten trotzdem Geld ausgezahlt. Aber genau, es war dann so ein bisschen problematisch, was man mit den Leuten macht, wenn die eben dort sind. Ja, weil auch wenn man noch, also zumindest in Brandenburg ist das System so, solange ich in der Erstaufnahmeeinrichtung bin, bin ich quasi noch nicht existent in Brandenburg. Also ich habe noch keinen Landkreis, der sich um mich kümmern kann und mir zum Beispiel einen Aufenthaltstitel ausstellen. Also alles, was die ZABH ausstellen kann, sind Duldungen, also diese Ausweise, die man bekommt, wenn man theoretisch ausreisen sollte, aber zurzeit es da Hindernisse gibt, oder Aufenthaltsgestattung, wenn man Asyl beantragt hat, oder so Ankunftsnachweise. Aber Aufenthaltstitel darf die ZABH gar nicht erteilen. Das heißt, dann waren die afghanischen Ortskräfte, die mit einem Visum eingereist sind, die sind ja auch zunächst in der Erstaufnahmeeinrichtung gelandet und bei denen war das Gleiche. Die hatten eigentlich den Anspruch auf einen Aufenthaltstitel, gehörten also nicht in das System, das aber eigentlich diese ZABH bewirtschaftet. Und dann, genau, hatten die auch das gleiche Problem, dass sie kein Geld bekommen haben und keinen Aufenthaltstitel beantragen konnten und einfach abwarten mussten im Limbo, bis sie verteilt wurden. Ja, schon wieder eine sehr lange Antwort. Naja. Das ist recht so. Also im Podcast darf man sich Zeit nehmen und auch mal Sachen, länger besprechen und für uns dann auch leichter zu verstehen und zu lernen, was da so die Hintergründe sind, weil man weiß womöglich, dass es diese Erstaufnahmeeinrichtung gibt, aber wie es den Menschen da geht, was die Bedürfnisse sind, wie diese Prozeduren sind, die du da beschreibst, von einem ins andere und dann aber an der Stelle doch nicht, weil diese und jene Regelung ist so gefasst. Ja. Also das, ich glaube, das wissen viele nicht. Ja, nee, glaube ich auch. Deswegen ist es einfach also für viele sicherlich interessant. Ja. Ja, und das ist dann auch eben, also was mir dann so die Tränen der Fassungslosigkeit in die Augen treibt, wenn dann eben diese Debatte geführt wird, dass irgendwer zum Zahnersatz machen herkommt, während die Personen, die in der Erstaufnahmeeinrichtung sind, nur mit der absoluten Grundversorgung rechnen dürfen, also tatsächlich nur Akutversorgung. Leute mit den schwersten Bandscheibenvorfällen werden dann mit so Schmerztabletten monatelang abgespeist und dann kommt irgend so ein Friedrich um die Ecke und erzählt so einen niederträchtigen Unsinn. Das ist dann sehr schwer auszuhalten. Aber ja, gut. Ja, die Menschen wissen leider viele Sachen nicht und wollen auch viele Sachen nicht wissen. Ja. Und machen sich dann natürlich auch sehr einfach mit solchen Platten. Ja, Aussagen. Obwohl ich jetzt mal, wir wollen jetzt ja hier nicht irgendwie völlig abschweifen, aber ich würde jetzt mal Friedrich Merz unterstellen, dass er das weiß. Dass er das sehr bewusst ignoriert. Aber gut, reden wir weiter. Da hast du recht, es ist ein Trauerspiel. Ja. Da hast du recht, auf jeden Fall. Wenn du unsere Arbeit unterstützen oder selbst mit anpacken willst, dann folge uns auf unseren Social-Media-Kanälen und geh auf unsere Webseite
Du kannst Geld spenden, Sachen spenden, Zeit spenden, als helfende Hand unsere Arbeit dauerhaft fördern und in unsere Lagerhalle mit anpacken. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Jetzt ist es ja so, die Menschen kommen dann von einer Einrichtung in die andere, eventuell dann auch in eine eigene Wohnung. Mhm. Wo endet dann deine Arbeit oder verfolgst du die Menschen noch länger? Nee, genau. Also gerade meine Arbeit im Speziellen, also diese Asylverfahrensberatung und ja auch eher auf jetzt rechtliche Wege konzentrierte Beratung, ist meistens gar nicht so lang. Also ne, wir helfen manchmal, wir fangen an am Anfang des Asylverfahrens und wenn die Personen rechtzeitig zu uns kommen, dann schaffen wir auch, sie vielleicht auf ihre Anhörung im Asylverfahren noch vorzubereiten, weil das ist im Prinzip der eine halbe Tag, an dem man sozusagen die Behörden und das Land davon überzeugen muss, dass man tatsächlich schutzbedürftig ist, also eines Schutzaufenthaltsbedarf. Und da ist es sehr wichtig, dass man darauf vorbereitet ist und dass man da seine Gedanken sortiert und zum Beispiel auch, wenn man Dinge erlebt hat sein Leben lang, die man auch vielleicht gar nicht seltsam findet oder schon gar nicht mehr als irgendwie erwähnenswert bemerkt, dass man dann vielleicht nochmal gesagt kriegt, das könnte aber auch ein Schutztatbestand sein, ne? Also wenn man dann sagt, ja, na klar, ich habe schon immer, seit ich irgendwie 5 bin, gearbeitet und ich war auch alleine oder so. Also und dann ist es so, ja, das war wahrscheinlich für dich dein Leben, aber das heißt nicht, dass es nicht bedeutet, dass du nicht hier dann einen Aufenthalt zum Beispiel eigentlich bekommen müsstest. Ne? Mhm. Weil das eigentlich besser wäre, wenn es nicht so gewesen wäre. Oder nicht ganz, oder vielleicht ist das auch falsch, das stimmt vielleicht gar nicht, sondern vielleicht, weil einfach das Asylrecht hier bestimmte Standards ansetzt und oder auch ja das europäische Recht, das dann eben Abschiebungen verbietet, ja, die man eben nicht kennt und die man dann dadurch kennenlernen kann. Und genau, also das machen wir, auf diese Anhörung vorbereiten und auch zum Beispiel, oder es ist unsere Aufgabe auch, es gibt ja so eine, ja, wie soll ich das sagen, ist das eine Liste? Oder es gibt eben einfach besondere Verfahrensgarantien für Personen, die als besonders schutzbedürftig gelten. Wobei man ja jetzt sagen könnte, jede Person, die geflüchtet ist, ist ja auf jeden Fall schon mal extra schutzbedürftig gegenüber einer Person, die noch nie ihre Heimat verlassen musste. Aber es ist dann eben so, wenn man außerdem noch zum Beispiel auf der Flucht oder in seiner Heimat Foltererfahrungen gemacht hat oder andere traumatisierende Erfahrungen oder wenn man alleinerziehend ist oder wenn man behindert ist oder ja, wenn man schwanger ist und so weiter. Also es gibt so verschiedene Dinge, die dann in der EU-Verfahrensrichtlinie benannt sind und wenn die vorliegen, dann ist man eben besonders schutzbedürftig und hat besondere Verfahrensgarantien. Das heißt auch, dass wir eben, wenn wir Kenntnis von so einem Fall erlangen oder Verdacht haben auf so einen Fall, dass wir das eben auch melden müssen und damit den Behörden, was eigentlich ihre Aufgabe ist, bei diesem Clearing helfen sollen, Personen herauszufinden, die eben auf besondere Weise, die dann nämlich zum Beispiel auch einen gesonderten Zugang zur Gesundheitsversorgung eigentlich bekommen müssten und so weiter. Ja, also genau, das sollen wir eigentlich machen. Und wenn jetzt wirklich eine Person von Anfang an zu uns kommt und dann würde ich sie auf die Anhörung vorbereiten und dann würde sie vielleicht auch mit der Entscheidung zu mir kommen und dann würde ich noch die Entscheidung angreifen, wenn sie zum Beispiel jetzt schlecht ausgefallen ist und sie dann an eine Anwältin oder einen Anwalt weitervermitteln, dann kann es schon mal sein, dass man eine längere Zeit miteinander verbringt und sich immer wieder hört, also vielleicht auch mal 9 Monate oder ein Jahr. Aber eigentlich ist es oft so, dass Personen zu uns kommen für eine längere Beratung und sich dann halt also sozusagen ein bisschen Kenntnis holen über das, was jetzt alles auf sie zukommt und dann oft auch gar nicht nochmal wiederkommen. Also es ist sehr unterschiedlich, aber ja, die Leute, die ich am längsten sehe oder mit denen ich am längsten zu tun habe, das ist dann oft eigentlich auch außerhalb meiner eigentlichen Arbeit, weil dann gibt es irgendwie jemanden,
die jetzt auch gesagt hat, sie braucht jetzt mal dringend in einer bestimmten Situation Unterstützung, hat aber vielleicht einen Aufenthaltstitel und eigentlich ein anderes Problem. Und dann hat man so längere Beziehungen, aber eigentlich dauert es meistens höchstens ein paar Monate, dass man sich sieht oder dass man miteinander zu tun hat, würde ich sagen. Genau, meine Kolleginnen, die Sozialarbeit machen mehr oder mehr Begleitarbeit und psychosoziale Beratung, die haben oft sehr, sehr lange, sind meistens mehrere Jahre dann auch mit den Leuten zusammen und so und gehen so gemeinsam ein Stück Weg. Aber mir passiert es nicht so oft. Genau. Du hast jetzt von den besonders schutzbedürftigen Menschen auch gesprochen. Ja. Ich stelle mir das auch schwierig vor, damit umzugehen, dass die sozusagen darlegen müssen, warum sie jetzt geflüchtet sind, warum sie einen Schutzstatus brauchen, weil sie ja dann auch Dinge wieder erzählen müssen, die vielleicht traumatisierend waren und auch solche Berichte ja dann retraumatisierend wirken können. Also ich war zuletzt in Griechenland und dort haben mir Volunteers gesagt, dass sie die Menschen eigentlich gar nichts fragen, weil sie sozusagen mit deren Antworten einfach nicht professionell umgehen könnten. Ja. Und ich frage mich, wie ist das in solchen Anhörungen? Wird da irgendwie im Vorfeld drauf geschaut oder sowas? Du sprichst tatsächlich ein Riesenthema an, weil es ist halt so, irgendetwas braucht das BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die ja eben diese Asylentscheidungen treffen, die brauchen natürlich irgendeinen Anhaltspunkt, damit sie dann entscheiden können, ob ihrer Ansicht nach das dem gesetzlichen Tatbestand einer dieser Schutzbedarfe entspricht. Ja, also ob das jetzt irgendwie Flüchtlingsschutz ist oder also subsidiärer Schutz, das hast du bestimmt auch schon mal gehört, und oder eben ob ein Abschiebungsverbot besteht. Also dass irgendeinen Anhaltspunkt braucht es ja, also irgendeine Grundlage, aufgrund derer das entschieden werden muss. Und da ist es natürlich so, dass die meisten Leute jetzt nicht monatelang unterwegs sind und dann irgendwie hier mit einem LKW voller Dokumente kommen und die einfach vorlegen können und sagen, ja, guck mal, daraus ergibt sich das, sondern die einzige Methode ist ja dann, dass man das erzählt, ja. Und dann müssten ja eigentlich da wahnsinnig geschulte, sehr, meinetwegen auch immer pro Herkunftsland vorgebildete und sehr psychologisch und anderweitig geschulte Personen sitzen, sich das anhören, die richtigen Fragen stellen und dann sich ein Bild machen. Ja, also so wäre dann die optimale Situation. Und das ist natürlich meistens nicht so. Also das Level an Ausbildung, es kann halt nicht gewährleistet werden. Und da ist es tatsächlich ein Riesenproblem, gerade bei schwer traumatisierten Geflüchteten. Und viele werden ja auch auf ihrer Flucht noch schwer traumatisiert. Also das ist ja nicht nur das, was man erlebt hat, was einen zur Flucht bewegt hat, sondern danach kommen ja auch noch einige Dinge. Und da ist es tatsächlich sehr, sehr schwer, weil das BAMF so in seiner Behördigkeit hat dann immer so komische Kataloge, anhand derer die Glaubwürdigkeit oder die Glaubhaftigkeit eines Vortrages bemessen. Und das sind so Kataloge, die quasi davon ausgehen, dass jede Person in der Lage ist, ihre Geschichte chronologisch, detailreich, lebendig und irgendwie so erinnerungsschwer zu erzählen. Ja, und gerade traumatisierte Personen können das oft überhaupt nicht. Ja, also erstens können die nicht chronologisch mehr erzählen. Zweitens vergessen sie oft sozusagen im Eigenschutz ganze Blocks, die ihnen widerfahren sind. Und dann kommt aus meiner Erfahrung jetzt, und das habe ich jetzt nicht irgendwie empirisch oder so, aber in meiner Erfahrung ist auch wirklich ganz oft, dass Personen Dinge erzählen, die sich in meinen Ohren absolut horrormäßig anhören, aber sie haben dabei eine völlig unbewegte Miene, weil sie sozusagen das Gefühl völlig abgespalten haben oder möglicherweise die Situation sogar als normal empfinden. Und all das wird dann aber in den Entscheidungen oft gegen die Personen verwendet. Ja, sie hat da sonst was erzählt, aber hat dabei ausgesehen, als wäre sie irgendwie Kaffee trinken. Ja, oder eben
Das war ja überhaupt nicht chronologisch, oder? Das waren ja gar keine Details. Und da, das ist ein Riesenproblem, und das ist ja nur das Problem, bevor es dann auch noch darum geht, dass eine Person eben Gefahr läuft, retraumatisiert zu werden in so einer Situation. Und da können wir tatsächlich nur, und da sind wir auch ständig, also da gibt es immer wieder auch auf diesen Dialogtagungen, das BAMF bietet auch so Dialogtagungen an oder kommt auf andere also Symposien oder so, da wird das immer wieder auch besprochen, dass das irgendwie möglich sein muss, dass wenn man eine Person vor ihrer Anhörung als zum Beispiel traumatisiert identifiziert oder auch, dass sie dann schon diagnostiziert ist, dass man dann sagen kann, wir brauchen jetzt Zeit, die Anhörung darf nicht schon in 2 Wochen stattfinden, die Person muss erst psychologisch irgendwie engmaschig begleitet werden und darauf eben vorbereitet werden, damit sie weiß, was auf sie zukommt und ob sie sich das zutraut. Und dann irgendwie muss völlig klar sein, dass man in so einer Situation eine Vertrauensperson mitnehmen dürfen muss eigentlich und so weiter. Also all diese Dinge werden immer wieder verhandelt, aber bisher passiert es halt wirklich sehr oft, dass zum Beispiel auch Personen bei uns landen, die alles schon hinter sich haben, die Anhörung, schon eine besonders qualifizierte Ablehnung in der Tasche und halt wirklich schwer krank sind. Ja, also sozusagen, man sieht das an dem Interview, dass die ja dieser Situation absolut nicht gewachsen waren, aber keiner hat sich quasi drum geschert. Ja, keiner hat mal gesagt, oh stopp, kommt mir jetzt schon ein bisschen komisch vor, irgendwie so, ne? Sondern dann wird das einfach durchgezogen. Dann wirst du einfach angehört. Und wenn du dich dann an die Hälfte deines Lebens nicht erinnerst, ist es halt deine Schuld. Ja, also ja, da sind echt viele Organisationen seit Jahren dran, dass das besser werden muss. Und da gibt's auch natürlich guten Willen, aber bisher ist das ein großes Problem. Und das kommt natürlich vor, ne, dass jemand zu uns kommt und auf die Anhörung vorbereitet werden möchte. Und dann, genau, kommen da die, oder haben, gewinnen wir dann zum Beispiel den Eindruck, die Person erinnert sich nicht gut oder zittert oder es geht ihr nicht gut oder so. Und dann, ja, dann müssen wir damit halt umgehen. Und wir jetzt als Juristin sind natürlich jetzt auch nicht die super ausgebildeten Personen, aber wir haben dann halt KollegInnen, die wir anrufen können, und wir können die Personen dann einigermaßen schnell auch zum Beispiel weiterverbinden, damit sie vielleicht erstmal eine stabilisierende psychosoziale Beratung bekommen. Aber das ist natürlich alles so ein bisschen, wir kratzen so an den äußersten Wänden, ne? Also so, davon wird jetzt eine Person auch nicht gesund, dass sie irgendwie 3-mal eine stabilisierende Beratung hatte oder so. Aber genau, also das. Ja, es hilft ihr vielleicht zumindest diese eine Situation einigermaßen zu überstehen. Ja, genau, ja, hoffentlich. Und ich frage mich, wissen die Anhörenden das nicht? Wissen die nicht, was die Leute also hinter sich haben? Weil wenn man den Nachrichten verfolgt, also dass da im Mittelmeer Schlauchboote untergehen und einfach so mal 14 Frauen ertrinken, dass die Menschen, die dabei waren und so weiter, also das ist doch, müsste doch eigentlich klar sein, dass man da irgendwie sensibel sein muss. Ja, voll. Und ich glaube auch, dass es mit Sicherheit Personen gibt in diesem Riesenapparat, in dieser Riesenbehörde, die das auf dem Schirm haben und mitbedenken und entsprechend Fragen stellen oder Interviews abbrechen. Und ich habe das auch sogar einmal schon erlebt, dass eine Anhörerin eine Befragungssituation abgebrochen hat, aber da, weil der Übersetzer irgendwie Schwierigkeiten hatte, bestimmte Dinge zu übersetzen und so ein bisschen dann immer so gegiggelt hat, und dann war sie so, das geht nicht, die Person braucht hier den Raum, die Geschichte erzählen zu können, und das geht ja nicht mit so einem Übersetzer. Also das fand ich sehr beeindruckend, das gibt's, es kommt vor. Ich habe halt nur nicht den Eindruck, dass es quasi Unternehmenspolicy ist. Oder ich kann es nicht so genau sagen. Vielleicht ist es auch der Behördenalltag, ja. Wenn ich also immer zu Menschen anhöre und irgendwie dann im Hintergrund irgendwelche Vorgaben habe, wie viele Zahlen ich liefern muss oder welche Herkunftsländer bevorzugt anerkannt werden sollen und welche nicht. Keine Ahnung, alles Spekulation. Ich möchte jetzt hier nicht. Kann schon sein, dass man dann so eben in so einen Behördenalltag kommt und dann eben nicht mehr bei jeder einzelnen Person denkt, das ist jetzt super wichtig. Und ich gebe mein Bestes, sondern dass man so denkt, boah, wann ist Mittagessen oder so. Also ich meine, im Strafgericht ist es ja auch so. So sehr man sich wünscht, dass jede Verhandlung absolut
individuell und ordentlich geführt wird, da wird es ja auch so sein, dass viele RichterInnen einfach so ein Bias haben oder schon so viel gesehen haben, dass sie da gar nicht mehr hinhören. Aber das sind alles nur so Ideen, die ich habe. Also ich unterstelle auch noch schlimmere Sachen, aber das ist Berufskrankheit vielleicht. Ich wollte dich noch mal fragen, wie kommen eigentlich die Menschen in diese Erstaufnahmestelle? Kommen die da direkt von der Grenze aus Polen rüber oder wie funktioniert das? Nee, also genau, du kannst, wenn du ankommst in Deutschland und nicht zum Beispiel an der polnischen Grenze von der Bundespolizei angetroffen wirst und dich dann so unauffällig wieder Richtung Polen schieben, was sie übrigens nicht dürfen. Also falls du in Deutschland angekommen bist und dann Asylantrag stellen möchtest, kann man sich im Prinzip an jede Polizeiwache oder an jedes Ankunftszentrum wenden, das da in der Nähe ist. Also vom BAMF, das kann man quasi googeln und dann sein Asylgesuch äußern. Aber wie gesagt, meistens wird man gerade jetzt hier, wenn man aus Polen kommt, von der Bundespolizei aufgegriffen und wenn man schon ein bisschen im Land ist, dann genau werden die Personalien aufgenommen und man sagt dann, man möchte Asyl beantragen und dann kriegt man so einen Laufzettel, heißt das, dass man sich quasi bei dem nächstgelegenen Ankunftszentrum erstmal melden soll. Und dann wird man dort aufgenommen und kriegt irgendwie erstmal ein Zimmer. Wenn es gut läuft, wenn es schlecht läuft, nur noch einen Platz im Zelt, aber meistens gibt es noch Zimmer. Und dann würde man dann im nächsten Schritt entweder dort bleiben und dort dann seine Aktenanlage kriegen für seinen Asylantrag oder man wird eben man kriegt so ein Zugticket und so eine Wegerklärung und dann muss man irgendwie nach Düsseldorf oder so. Und da dann sich nochmal melden und dann geht's weiter. Aber genau, also wenn man ankommt, dann kriegt man immer als erstes eben das nächstgelegene Ankunftszentrum zugewiesen, damit man erstmal versorgt ist. Also so ist quasi der eigentliche Plan. Ja. Aber man muss ein paar Kilometer über die Grenze gekommen sein. Na, ehrlich gesagt, ich finde eigentlich Mist, dass ich das überhaupt gesagt habe. Wir hatten jetzt nur gerade so einen Fall, wo jemand uns dann so erzählt hat, ja, fand ich auch ein bisschen komisch. Ich bin halt durch Polen gekommen, ohne einen Fingerabdruck abgegeben zu haben. Und dann war er eben in Deutschland. Und dann hätte man dort seine Fingerabdrücke genommen, um ihn dann einfach unauffällig ein paar Kilometer zurückzufahren und wieder nach Polen zu schicken. Und dann waren wir auch so, das ist ja in mehrerlei Hinsicht Quatsch, weil, ja, das ist jetzt, würde jetzt legal, bla bla, aber das mit dem Fingerabdruck auch vorher war wirklich Quatsch, weil er ja dann eigentlich Dublin-mäßig Deutschland zugeordnet wäre. Also das ist ein Fall, der uns zu Ohren gekommen ist, deswegen, das stimmt bestimmt gar nicht. Und in echt sind die total, die machen alles bestimmt immer mega richtig. Das würden die nie tun. Also deswegen, da möchte ich jetzt nicht hier in Teufelsküche kommen. Alles klar. Also eigentlich, würde die Bundespolizei sich dann 1A um einen kümmern und einen dann manchmal sogar noch, das stimmt wirklich, persönlich zur Erstaufnahmeeinrichtung fahren. Genau. Ja. Und wie dynamisch ist da die Lage? Kommen mal wenige Menschen, mal viele? Also wie ändern sich die Zahlen? Ja, total. Also genau, das ist natürlich klar. Es gibt so Sondersituationen, wie eben diese absolute, also auch im Nachhinein, jetzt wo ich länger auch schon in dem Feld arbeite, finde ich auch verrückt, dass sich niemand vorbereitet hat damals, 2015. Also weil ja die Revolution begann 2011, dann war ziemlich schnell Bürgerkrieg. Also man hätte ja auch sagen können, wir bereiten uns infrastrukturell schon mal vor. Da werden einige Leute zu uns kommen, die halt auf der Flucht sind. Aber jedenfalls genau, es gibt so Situationen, da kommen sehr, sehr viele Menschen auf einmal. Und das war jetzt eben zum letzten Mal nach der Invasion in die Ukraine natürlich so, weil die Ukraine eben auch nah ist und dann eben Personen auch innerhalb von 24 Stunden schon in Deutschland sein können von dort. Und dann lief das aber diesmal natürlich ganz anders ab, weil sehr schnell dann diese Massenzustromsrichtlinie verabschiedet oder aktiviert wurde vom Europäischen Parlament, hoffe ich. Und dann die Personen eben sich selber Unterkünfte suchen konnten und so weiter und freier waren in ihrer
in ihrer Niederlassung. Und dadurch war das vielleicht nicht ganz so eine riesige Unterbringungskrise wie zum Beispiel 2015, wo Personen eben, weil die Regeln es erforderten, eben alle in diese Erstaufnahmeeinrichtungen sollten und dann untergebracht werden und dadurch dann sehr viele von ihnen eben auf der Straße vom LAF oder damals Lageso schlafen mussten und so. Ne? Also jetzt bin ich schon wieder total abgeschweift. Genau, also es gibt so Situationen, da kommen viele Leute auf einmal. Es gab auch in Brandenburg einige dieser Situationen, weil der belarussische, was ist das, Präsident, Ministerpräsident Lukaschenko, Machthaber. Genau, Machthaber, der hat ja dann quasi diese so Visa oder hat quasi die Grenzen geöffnet für Personen aus Irak und Syrien und so weiter. Also die konnten alle nach Belarus reisen und er hat sie dann alle quasi weitergeschleust nach Europa. Und dadurch sind super viele Leute natürlich eine Zeit lang auch auf einmal angekommen, was meiner Meinung nach im Nachhinein eigentlich für viele auch gut war, weil nämlich da echt auch noch viele Syrer dann eben es noch rausgeschafft haben, die vorher lang versteckt waren und so. Also er wollte damit ja quasi Europa unter Druck setzen, so, ich schicke euch Menschen. Und das wurde ja dann auch sehr, sehr, sehr schrecklich, weil eben viele Menschen in Polen dann nach Belarus zurückgedrängt wurden. Da hattet ihr ja auch, also da wart ihr ja vor Ort, ne? Ja, das ist leider immer noch ein Thema. Das ist immer noch so. Ja, ist immer noch ganz schlimm. Genau, und weißt du, was wahrscheinlich so ist? Was wahrscheinlich so ist, wir kriegen es nur nicht mehr so mit, weil die so erfolgreich dort festgehalten werden wahrscheinlich, ne? An der belarussischen Grenze. Oder was glaubst du? Ja, es wurde ein Zaun gebaut. Ach du Scheiße. Ja. Und an dem restlichen Teil ist ein Fluss. Und dann gab es auch eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob es wieder oder immer noch so ist, ein paar Kilometer Streifen, der sozusagen nicht betreten werden durfte von Journalisten, von Helfenden und so weiter. Also, ach du Scheiße, ja. Das wird einfach sozusagen versucht, im Dunkeln zu lassen. Ja. Und diese Pushbacks gibt es nach wie vor und nach wie vor Leute, die dort im Wald sind und versuchen, nach Westeuropa zu gelangen, ja. Ja. Ja, also sozusagen, was bei uns dann da ankommt, sind eben Personen, die dann es durch Polen geschafft haben und dann ein Dublin-Verfahren, also eben im Wege dieser Vereinbarung, dass immer da, wo man seinen Fuß zuerst hinsetzt, da muss auch das Asylverfahren durchgeführt werden, ne? Die dann eben in diesem Verfahren versucht werden, zurückgeschickt zu werden nach Polen, wo sie aber eben zum Teil gewaltsam, es wurde ihnen so gesagt, verpisst euch. Und die kommen dann hierher und dann sollen sie im Dublin-Verfahren zurück nach Polen. Also das kriegen wir mit, ne? Also dieses Ende. Aber ja, immerhin haben sie es hierher geschafft dann, ne? Ja, viele haben die Hoffnung, dass es in Deutschland besser ist, ja. Ja, also ich meine, ja, kann man so oder so sehen, ja. Aber was wollte ich sagen? Genau, also es gibt immer so Dynamiken und genau, und im Winter ist es normalerweise natürlich weniger, weil es eben zu kalt ist, um so weit zu wandern oder so weit zu kommen. Also ich glaube, es gibt dann bestimmt auch so Monate, in denen mehr Leute kommen und in denen weniger Leute kommen. Während der Pandemie war ja gar nichts, also da hat sich ja im Prinzip niemand bewegt oder konnte sich nicht bewegen. Und da waren die Zahlen dann natürlich auch sehr niedrig. Aber es finde ich immer komisch mit diesen Zahlen. Also bei jeder Tagung, wo das BAMF anwesend ist, kommen am Anfang dann immer lauter Zahlen. So Ankunftszahlen, Entscheidungszahlen. Und das wird dann eben so behördlich und so wenig, weiß nicht, real. Ja, da sagst du auf jeden Fall was Wichtiges und Richtiges, weil Zahlen können manchmal schon etwas verdeutlichen, aber es sind eben doch alles Menschen und jeder Mensch hat irgendwo eine Hoffnung und ein Leben und Familie und so weiter. Ja. Und sucht irgendwie nach Sicherheit und nach einem Platz, wo er sie leben kann, ja. Ja, genau. Und da sind die Zahlen dann irgendwie schon manchmal so abstrakt und machen daraus so eine Masse. Aber es sind halt Menschen wie du und ich, ne? Ja. Ist halt leider nicht so Teil des Diskurses. Aus irgendeinem Grund. Also so die einfachsten Dinge sind immer nicht so Teil des Diskurses. Ja, naja. Ja, es ist noch die Frage,
Jetzt seid ihr ja ein Verein. Wie kann man euch unterstützen? Gibt es etwas, was ihr besonders braucht? Ja, Geld. Oh. Wir brauchen Geld, immer. Nein, also gut. Und wie kann man euch finden oder wie? Genau, also es ist jetzt wirklich richtig schade, weil wir sind gerade dabei, eine neue Website zu bauen, ne? Und die ist aber leider erst im Januar fertig. Deswegen kann man uns gerade nicht finden unter www.commit.eu, aber bald wieder. Und wir sind aber auch bei Instagram. Also man kann uns auch bei Instagram folgen, seit neuestem. Wir sind jetzt auch in der modernen Welt angekommen, so wie ihr. Genau, und da gibt es dann auch, also da findet man dann auch, wo man theoretisch spenden könnte. Wir haben auch ein Projekt, das immer super dringend ehrenamtliche ÜbersetzerInnen sucht. Also wenn ihr zwei Sprachen könnt und Lust hättet, meistens am Telefon oder auch manchmal vor Ort dabei zu sein und vielleicht in einfacheren Beratungssituationen zu übersetzen, meldet euch auch richtig gerne. Da gibt es auch eine Aufwandsentschädigung für. Und also das wäre das psychosoziale Beratungsprojekt. Das heißt, genau, also da geht es dann viel auch so um Begleitung im Alltag und so und soziale Beratung. Genau, also wenn ihr darauf Lust habt, sehr gerne. Nö, sonst, macht halt Lärm und so. Das können wir auch immer gut gebrauchen. Ja, Lärm machen ist auf jeden Fall sehr wichtig und vielleicht macht ja der Podcast auch ein bisschen Lärm. Das wäre schön. Vielleicht sprechen wir ein andermal nochmal darüber. Ja, klar, gerne. Ja, weil ich es, wie gesagt, wichtig finde, zu wissen, was eigentlich los ist. Und wir berichten ja nun vor allem von den EU-Außengrenzen. Ja. Aber selbst in Brandenburg ist es eben ein Thema und die Menschen kommen hier an und vielen ist das, glaube ich, nicht so klar. Nee, genau. Jetzt gerade haben wir übrigens auch ein, siehste, das ist doch zum Beispiel, wo Leute tatsächlich helfen könnten. Es gibt ein Riesenproblem zurzeit in der EAE in Eisenhüttenstadt. Und zwar, die Personen werden ja bis auf ihr spärliches Taschengeld, was übrigens auch ab und zu mal länger dauert, nur mit Sachmitteln versorgt. Und jetzt war es ja gerade arschkalt. Und ganz viele Leute haben, also es ging zu schnell, alle waren wieder vom Winter überrascht. Und dann waren irgendwie ein paar Leute in der Sozialabteilung krank. Ganz viele Leute haben keine Winterkleidung bekommen. Und es ist irgendwie auch scheiße, wenn man dann immer sich an irgendwelche Klamottenlager wenden muss oder so, also in Eisenhüttenstadt. Also es wäre total toll, wenn Leute Winterklamotten haben, die sie loswerden wollen, dann wäre das zum Beispiel was man der EAE oder vielleicht uns Bescheid sagen könnte und dann würden wir das dahin mitnehmen. Also da ist gerade ein Riesenstau. Die müssten eigentlich Jacken und Schuhe und so bekommen, aber weil das eben alles wieder so eine behördliche, so einen behördlichen Rattenschwanz hinter sich herzieht, haben ganz viele noch keine. Und meistens kriegen sie dann eine, wenn März ist. Also genau, das wäre cool. Das brauchen wir. Aber das braucht ihr ja garantiert auch. Also ihr könnt es, also schlimmer wahrscheinlich, dringender. Aber ja. Ja, aber wir können es trotzdem im Hinterkopf behalten. Und vielleicht gibt es ja Leute, die sagen, ich wohne sowieso im Kiez und ich fahre mal vorbei und bring was. Genau. Also warum nicht? Genau, man weiß nie. Warum nicht? Okay. Ja. Okay, dann danke ich dir. Ja, dir auch. Danke für die Einladung und viel Spaß noch heute. Danke. Alles Gute, bis bald. Tschüss. Das war's. Wir packen es an und wir reden drüber. Der Podcast über Flucht und Festung Europa, über Menschen, die fliehen und Menschen, die sie unterstützen. Bis zum nächsten Monat. Und bis dahin, vergesst nicht mit anzupacken und bitte lasst uns eine Bewertung da.